Herzlich willkommen zu Fashion Vlog Nummer 1. Heute ist Sonntag, ich gehe jetzt in Gottesdienst und danach picknicken wir noch und das ist mein Look dafür. Ich habe meine Haare einfach zurückgemacht mit einer Spange, die so ein bisschen braun und beige ist. Ich liebe das aktuell. Dann trage ich ein cremefarbenes T-Shirt und darüber so meine Babycord-Bluse, die ich secondhand gekauft habe. Und als Schmuck trage ich heute goldene Kreolen, die habe ich ja immer an, meine Franzbrötchenkette und noch so eine Kette zum Leeren, mein Ring von A Kind und mein Ehering und noch einen anderen goldenen Ring. Die Tasche ist von Uniqlo, die Hose ist ebenfalls Secondhand, die Schuhe sind auch Secondhand und dann trage ich noch von Pretty Clear so Tennissocken und das ist mein Look. Einfach mal kein Schwarz, Leute. Es ist kein Schwarz. Heute bin ich zum Essen bei meiner Mama eingeladen. Es ist allerdings ein bisschen frisch, deswegen habe ich einen Hoodie angezogen und meinen Mantel drüber. Und der ganze Look sieht einfach so aus. Das ist ein sehr entspannter, chilliger Look mit einer etwas dickeren Leggings, ganz gemütlich und Sneakern. Ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich in meiner Tasche so dabei habe. Das hier ist die Haarklammer, die ich eigentlich in den meisten Fällen trage. Die ist von DM und ich finde die super, super schön. Die war auch richtig günstig. Dann habe ich einen Deckel für Coffee-to-go-Pfandbecher, falls ich unterwegs einen Kaffee trinken möchte. Dann den getönten Lipbalm, der ist von Kneipp. So sieht die Farbe aus. Dann Hundebeutel, Taschentücher. Mein Kindle, ich lese gerade die Sherlock Holmes Bücher. Meine Sonnenbrille von Viu. Die Sprühversion von meinem liebsten Deo. Eine Haarbürste. Ich habe heute etwas ausprobiert. Meine Haare sind noch nass, ich war gerade duschen. Und zwar habe ich diesen Pullover an. Den hatte ich noch nie an, den habe ich mir secondhand gekauft. Und als ich ihn online gesehen habe, sind mir super viele Kombinationsmöglichkeiten eingefallen. Aber seitdem ich ihn zu Hause habe, irgendwie nicht mehr. Das kann auch vorkommen. Deswegen dachte ich mir, heute ist mal der Tag der Tage, an dem ich ihn einfach mal drüber werfe. Denn manche Kleidungsstücke müssen ja einfach angezogen werden. Beziehungsweise ich sage euch ja immer, zieht die Dinge an, damit ihr es richtig seht. Das ist also heute mein Pullunder-Look. Ich habe den Pullunder an, ein T-Shirt drunter, eine Skinny Jeans, meine Tasche, falls die Haare mich nerven und das werden sie, safe, noch eine Klammer und endlich wieder Birkenstocks und dann natürlich, wie immer, goldene Kreolen und eine goldene Kreuzkette, meinen goldenen Ring hier und ihr Lieben, heute habe ich mal ein paar ungewöhnliche Teile an oder ein ungewöhnliches Teil. Und zwar habe ich mir ein Jackett bzw. Blazer von meinem Mann aus dem Schrank gegriffen. Ich hätte nämlich gerne zu diesem Look einen Blazer gehabt, aber ich habe tatsächlich keinen. Ich bin schon lange auf der Suche nach einem schwarzen, schönen Blazer, aber ich habe noch keinen gefunden und dachte mir so, warum nicht im Schrank meines Mannes gucken? Ich habe außerdem auch mal wieder meine Kappe auf, die habe ich schon ewig nicht mehr aufgehabt. Ich hatte wirklich eine Phase, da habe ich die so heiß und innig geliebt. Da dachte ich mir, die vervollständigt den Look eigentlich ganz cool. Ich gehe jetzt Kaffee trinken in der Rösterei bei uns, da freue ich mich sehr. Und das ist der Look. Nochmal eine andere Variante mit der Secondhand-Hose, die ich euch schon gezeigt habe. Ich habe ja gesagt, man kann die super schön mit hellen Farben, aber auch mit Schwarz kombinieren. Ich kann sie mir auch gut mit Birkenstocks vorstellen. Das ist jetzt aber erstmal der Look. Und ich habe mich dazu entschieden, eine Bauchtasche zu dem Outfit zu wählen und meine Vans. Und zwar nicht einfach random, sondern aus Gründen, weil ich finde, dass die Bauchtasche und die Vans
Sneaker ganz gut diesen Look brechen zu dem sehr förmlichen, schicken Blazer. Und ich liebe es, in Outfits so Stilbrüche einzubauen. Ja, auf zum Kaffee trinken. So Leute, heute mal ganz unspektakulär. Wir gehen jetzt einkaufen und ich habe mir einfach meinen Anorak drüber geworfen. Den finde ich ganz cool. So ein richtiges, nices Outdoor-Piece. Und dann habe ich eine Jeans an und einen Birkenstock. Dann habe ich noch einen Rucksack hier drauf müssen. Moment, den zeige ich euch mal ein bisschen besser. So sieht er aus. Und das war's. Jetzt geht's einkaufen. Heute sitze ich nur im Homeoffice am Schreibtisch und das ist mein Look dafür. Das ist so ein Set von Beige Label, meine Hausschuhe und meine Blaulichtfilterbrille, Kaffee und ja, habe heute richtig viel schön Hautpflege betrieben. Das hat mir sehr gut getan. Jetzt sitze ich mich am Schreibtisch.